Die Rauchentwicklung war schon weithin sichtbar und ließ für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Mellingen, Weimar, Legefeld und Taubach sowie die Feuerwehr Weimar nichts Gutes erahnen, als sie zum Brand eines Reisebusses auf die A4 bei Weimar gerufen wurden. Gegen 17.45 Uhr wurden die ersten Florianshünger alarmiert und eilten zur Unglücksstelle. Die Fahrerin des Neoplan-Reisebusses bemerkte während der Fahrt einen Leistungsverlust und steuerte das Fahrzeug gezielt auf den Standstreifen. Gleichzeitig bemerkten mitfahrende Jugendliche eine Rauchentwicklung im Heckbereich und informierten die Fahrerin darüber. Der Reisebus wurde sofort evakuiert, die Fahrerin, ein Betreuer und 9 Jugendliche konnten so unverletzt den Bus verlassen. Ja, unsere Kameraden gehen natürlich mit Atemschutz vor, weil die Rauchgasentwicklung durch das Schaumgummi und das Plaster erheblich ungesund ist. Deswegen Atemschutz. Das weiße Zeug, was hier ringsrum liegt, ist Schaummittel. Schaummittel daher, weil sich der Schaum auf das Feuer legt, es sozusagen erstickt und wesentlich länger hält. Im Nachhinein wird jetzt noch mit Netzwasser abgelöscht. Das ist also Wasser mit einem ganz geringen Anteil an Schaummitteln. Wird noch die restlichen Blutnester abgelöscht und zum Kühlen verwendet. Für die Löscharbeiten musste die A4 etwa 90 Minuten voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Noch während der Löscharbeiten traf ein Ersatzbus an der Einsatzstelle ein, um die Kinder aufzunehmen. Einige wurden auch von ihren Eltern abgeholt. Die Autobahnpolizeiinspektion hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob ein technischer Defekt im Motorraum das Feuer auslöste, muss nun geprüft werden. Der Schaden beträgt nach ersten Erkenntnissen ca. 60.000 Euro. Der Reisebus wurde im Laufe des Abends durch ein Abschleppunternehmen geborgen.